Hallöchen meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem Video von Kingdom New Lands. Ich wollte gerade New Legends sagen, aber New Lands heißt es ja. Das Spiel wurde mir geschenkt, gegiftet. War auf meiner Wunschliste auch drauf. Und ich habe mir die Trailer nochmal angeschaut und das Game sieht eigentlich ziemlich geil aus. Auch wenn die Pixel-Grafik vielleicht ein bisschen abschreckend sein sollte, aber grafisch lassen mich ja glücklicherweise von echt wenig abschrecken, sondern das Gameplay gut ist. Und ich würde es mir jetzt gerne mal angucken. So, hier steht, ein einsamer König trägt die Krone in ein neues Land. Ah, okay, ich muss... Mit W, mit A und D kann ich rechts und links steuern. Und hier muss man irgendwie auch Tage überleben. Wenn ich mal ganz kurz hier die Achievements aufblenden darf. Hier ist Überlebe Tag 5. Also hier muss man Tage irgendwie überleben. Und ich habe aber noch nicht so richtig herausbekommen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Ich muss zugeben. Ich habe das Game damals, als ich auf der Gamescom war, habe ich das mal gesehen als Early Access Game. Und da wurde das vorgestellt, da konnte man das anspielen auf dem an dem Computer dort. Und das Spiel habe ich noch in Erinnerung, muss ich sagen. Aber ich habe es nie angespielt und ich hatte auch nicht wirklich Interesse gehabt. Einfach auch wegen der Pixel-Grafik, das war dann noch ein bisschen... Wow, jede einzelne Münze sieht man wirklich komplett hier stehen. Und die kann man halt irgendwie... Genau, hier kann man halt irgendwie auch sich was aufbauen, was ich ziemlich cool finde. Man muss halt verteidigen. So, ich drück mal nach unten. Ah, man muss 3 Münzen reinpacken. Genau, seht ihr? Unsere Burg baut sich auf. Münzen werfen, um zu rekrutieren. Noch ein. Und Bogenschütze. Gerücht halt, um einen Bogen zu kaufen. Komm her. Hier stehen, ne? Ich hätte mal ganze Münzen gerade. Hier ist, okay, Hammer. Ein Hammer hat er genommen. Kriege ich dann noch eine Mauer zu bauen. Okay, also der macht sich jetzt mit dem Hammer ran, eine Mauer zu bauen. Galoppieren. Das ist ein bisschen schneller. Und hierhin kommen eigentlich die Gegner, ne? Ey, ist meine. Danke. Sammeln die für mich? Eine weitere Person rekrutieren. Komm her. Gucken wir uns das Game mal an. Einen weiteren Bogenschützen besorgen. Noch ein? Noch ein? Noch ein? Noch ein? Keine Münzen mehr. Okay, keine Münzen mehr. Ganz viele rekrutiert. Okay, sie möchte, dass ich dahin gehe, ja. Baue, erweitere, verteidige. Ich habe ganz viele Bogenschützen angeheuert, das ist wahrscheinlich nicht so clever. Huch! Ach, da war ein Gegner. Oh, was haben wir hier? Ah, hier ist ein Mauer. Ah, sind das Tiere, Alter? Tötet hier Tiere? Na, hör auf! Hat sie gerade meine Münze geschnappt? Ich möchte da noch nicht hingehen, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu dunkel da hinten. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal den Packesel hier. Kommen sie halt immer weitere Defenses bauen. Wo die Gegner halt erstmal rankommen, durchkommen müssen. Ah. Noch so langsam dunkel, ihr seht's. Ah, jetzt bricht die Nacht herein. Da ist eine Münze. Ich denke, ich muss in der Nacht drin bleiben. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich. Oh, danke.
Keine Ahnung, einfach mal aufrüsten. Eine Münze habe ich nur noch. Okay, wenn ich galoppiere, dann zeigt ihr mir die Dinger nicht an. Und der gefällt? Boah, ist ja gruselig, ey. Ich denke, das werden die erst am Tag, Alter, ist das dunkel. Das werden die sicherlich erst am Tag machen. Speichern. So, Tag 2 gehe ich mir von aus. Achso, okay. Erste Nacht ist nichts passiert. Was passiert, wenn wir das hier ausbauen? Was hat er? Einen neuen Hammer? Achso, eine neue Einheit zum Ausbauen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, ne? Keine Ahnung, ich lasse sie einfach mal fällen. Okay, als erste Nacht ist noch nichts passiert. Ich habe doch wahnsinnig viele. Ach, guck mal, hier sind die ganzen Bögen noch. Zwei Bögen sind hier noch. Hm, da geht jetzt wieder los mit dem ganzen Zeug wahrscheinlich. Mit dem leeren Packesel. Danke. Hier wird es so krass schnell dunkel. Aber wow. Schön 10 Münzen reinballern. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht, aber solange es noch nicht extrem dunkel ist, können wir hier noch lang gehen, ne? Was haben wir da? Okay, noch hoffe ich das immer noch nicht so richtig. Gucken wir uns das auch ein bisschen an. Das Boot. 10 Münzen. Ah, schon ganz schöne Stücke mal. Ja, guck mal. Die sind hier. Kriegen die hin, wahrscheinlich, wenn sie mal eine Ladung abholen können. Ja, was hat man da? Danke. Aber das werde ich nicht so weit außerhalb meines Lagers nutzen. Das würde ich irgendwie ein bisschen näher an meinem Lager nutzen. Achso, ich kann meine Leute rekrutieren. Sollte ich auch machen. Da hinten. Wenn noch welche sind, ich weiß gar nicht mehr. Haben wir hier noch welche? Na, einen hätten wir noch. Oh, er kann nicht mehr. Okay, also es kann auch nicht unendlich galoppieren. Okay, jetzt kann sie dann. Springen kannst du leider nicht. Ärgerlich. Ich habe noch zwei. Jetzt sind die Bögen weg. Okay, jetzt brauche ich 6, um das auszubauen. Ein Hammer ist noch da. Das kann ich gerade nicht weiter ausbauen. Vielleicht muss ich ja irgendwie das nichts weiter ausbauen. Hat das nicht gekonnt so? Das geht doch. Okay, da umsetzt er den Vollmond. Uff. Oh, ein Aussichtsplattum. Sehr, sehr geil. Und das hier kann ich, glaube ich, erst weiter ausbauen, wenn ich das Lagerfeuer ausgebaut habe. Aber aktuell ist noch nicht mehr und die Sonne ist und der Mond ist untergegangen. Tag 3. Tag 3, in der Tat. Jo. Die schicken wir auf jeden Fall wieder raus. Du mixst immer gut Münzen mit.
Das könnten wir ausbauen. Wir können das nicht ausbauen. Auch nicht. Ah, okay, man muss gedrückt halten. Ich weiß nicht, was das bringt. Wir schnitzeln die einfach mal. Ja? Ja, gehen wir hinterher gleich und gucken, was er da so Schönes macht. Ich glaube, Hämmer haben wir jetzt genug. Auf der anderen Seite muss ich gleich mal die Turmerhöhung noch bauen. So. Ja, eine Münze gibt es dafür immer. Bringt ihr die mit, ist die Frage. Hat er? Hat er nicht? Oh. Okay, bring damit. Ich glaube, das war eine Buggy-Münze. So, hier war. Hier vorne haben wir auch noch eine. Das ist natürlich doof. Hier vorne haben wir auch noch eine Defense. Ah, das sind Begleiter. Alter, krasser Shit. Können wir noch einen rekrutieren? Ne, was? Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier Bäume abhacken für mehr Münzis. Okay, geht's nicht mehr. Ich glaube, ich habe. Entweder das ist zu spät, die kommen da nicht mehr hin. Oder ich habe keine Arbeiter oder keine Ahnung. Kaninchen, Alter. Krass. Töten echt Kaninchen und wenn ich dann in der Nähe bin, geben die mir die Münzen. Okay. Ich habe 5 Münzen, wie ich sehe. 4 sogar nur. Okay. Das ist, glaube ich, noch eine Weile nach, eine Weile Tag. Nein. Boah, bin ich doof. Okay, ich glaube, die anderen waren einfach zu weit weg, als dass ich sie abernten könnte, die Bäume. Vielleicht muss ich mein Territorium mal weiter ausbauen. Bevor ich hier weiter vorkommen darf. Dann sehe ich da jetzt eine Nacht, aber leider kann ich hier sonst anscheinend nichts machen, oder? Warum seht ihr? Tag 3. Ich hätte gedacht, das wäre ein Info-Button gewesen. Aber nein, es ist der Tag. Irgendwann werden aber auch Gegner kommen. Habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Guck mal, hier sind zum Beispiel Kaninchen. Werden hier jetzt welche in der Nähe ein paar Bogenschützen? Zum Beispiel der da. Würde erst abschießen. Ne? Die kommen da gar nicht weiter. Das ist natürlich ärgerlich. Der kann die nicht angreifen. Oh. Weil hier keine Erhöhung ist. Er sieht die Gegner dahinter nicht. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Deswegen werden wir das jetzt gleich mal aufrüsten. Sobald die Nacht ist jetzt rum. Ja. Nacht 4. Dann gehst du mal davor. Ding, 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 ding. So. Aufgerüstet, so jetzt, ja, jetzt kann er jetzt angreifen. Hier vorne. Ich weiß ja nicht, wo er hinschießt, aber gut. Ich hab mal. Was war das denn hier vorne? Das hier. Oh. Okay. Wir gucken mal weiter. Die Bäumchen wachsen nach, so wie ich sehe. Muss ich hier ernsthaft immer eine Münze bezahlen, um eine Münze rauszukriegen? Das wäre natürlich ineffizient. Ach so, deswegen kriegt man vielleicht manchmal eine zweite Münze raus. Die sind, glaube ich, zu weit weg, ne? Nein, doch nicht. Gehen wir noch an die andere Seite. Okay, das war also nicht buggy. Es ist wirklich so, dass hier wirklich mal manchmal eine zweite Münze rauskommen kann. Deswegen muss man die Dinger abgrasen. Immer wieder kaputt machen, die Bäume. Ne, ich weiß, Pferdchen. Du schnaufst schon wieder.
und das Königreich immer weiter ausbauen. Münzen! Bling, bling! Na, hast du welche für mich? Danke. Achso, genau, die baut er jetzt, damit sich der Dings darauf zu stellen kann. Der ist schon wieder da. Das ging aber schnell. Bam! Nice, okay. Dann machen wir uns ein paar Bäumchen noch. Wenn hier welche sind. Ah, manchmal ist die Hitbox sehr merkwürdig. Okay. Wahrscheinlich bringen die Rehe ein bisschen mehr Gold. Hier habe ich ja angefangen irgendwo, ne? Ja, ja, ich weiß. Schnauf. Gut, Leute. Zeit ist rum. Ich würde sagen, ich gucke mir das noch ein bisschen länger an. Wir machen mal noch ein paar Folgen, um zu schauen, wie denn das Game ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Kingdom New Lands. Bis da... Wow. Der Fels... Das hier im Hintergrund ist aber gerade erst zu kommen, oder? Waren die Felsen gerade schon immer da? Ich weiß es nicht. Gut, egal. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Kingdom New Lands. Bis dahin. Ciao. Ciao.